Hello, was geht? Und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Südtirol Karriere Nummer 2. Also Folge 1 ist sehr überragend angekommen. Freut mich sehr. Auch danke für jeden, der meinen Kanal abonniert hat. Jeder, der das hier neu sieht, darf das auch gerne tun. Würde mich sehr freuen. Support ist kein Mord. Ihr wisst Bescheid. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefällt. Wir werden hier jetzt das Vorbereitungsturnier auf jeden Fall beenden und eventuell auch bis zum ersten Spieltag vorschreiten, um dann auch direkt reinzustarten. Es steht noch ein paar Transfers an. Wir werden uns den ein oder anderen Spieler noch angucken und alles, was dazu gehört, werdet ihr gleich erfahren. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten rein. Let's go. Ja, ihr seht schon, wir starten direkt rein in ein Spiel im Vorbereitungsturnier. Ja, ich würde sagen, wir gehen das Ganze mit einer schnellen Simulation an, gucken mal, was hier bei dem Spiel rauskommt. Wir verlieren mit 2:1. Ja, scheint keine gute Leistung gewesen zu sein, aber all gut. Alles okay. Da beschweren wir uns nicht. So, ich werde jetzt auch versuchen, den ersten Transfer hier unter Dach und Fach zu bringen. Luca Kerber, der ist 20 Jahre alt, spielt bei Saarbrücken. Wir müssen ungefähr zwischen 1,55 und 1,8 bieten. Ich werde auch auf jeden Fall versuchen, hier Saka Mavuli Eklu mit abzugeben. Ich versuche mein Bestes und ihr werdet gleich dann das Ergebnis sehen. Let's go. So, leider hat es nicht geklappt mit einem Tauschstil oder ähnlichem. Die wollten einen Spieler, den ich nicht abgeben will. Deswegen haben wir uns auf 1,25 Millionen geeinigt. Für mich ein super Deal. Und jetzt werden wir das Ganze noch unter Dach und Fach bringen. Ich glaube, Luca Kerber ist dann unser erster Neuzugang. Lass euch natürlich gleich wissen, wenn der Deal abgeschlossen ist. Ja, und auch für Neuverpflichtungen gibt es hier eine wunderbare Szene zu sehen. Luca Kerber, der Deal ist abgeschlossen, der verdient 900 Euro im Monat. Das war ein kurzes Aufeinandertreffen, aber Luca Kerber ist da. Das freut mich. Herzlich willkommen im Verein. Ja, und auch dafür gibt hervorragender Deal, Alter. Auch hierfür gibt es eine Bewertung. Sehr schön. Guter Teamspieler. Wow, da haben wir einen gesnackt. Danke, Mann. Wir haben auch Aufgaben abgeschlossen. Wow, du hast das Maximum aus diesem Deal herausgeholt. Und der Typ ist natürlich direkt eine Verstärkung. Sehr, sehr schön. Ich möchte euch natürlich auch kurz sagen, warum wir uns nicht für Andreas Müller entschieden haben. Andreas Müller ist 2 Jahre älter und hätte ein bisschen mehr gekostet. Ganz einfacher Grund, auch wenn es da 3 Rating-Punkte auseinander geht, aber ich denke, es ist ein sehr, sehr guter Deal. Ja, ich glaube, das werden wir jetzt öfter sehen. Federico De Angelo. Paris möchte den für 4,8 Millionen kaufen. Wir können bis zu 7,7 hochgehen, aber eigentlich würde ich gerne unseren ersten Jugendspieler nicht direkt abgeben. Den behalten wir, deswegen lehne ich das ab. Und ich werde das auch in Zukunft einfach immer ablehnen. Ich glaube, ich brauche euch das dann nicht immer zeigen. Außer wenn ich ihn dann wirklich mal abgeben würde. Lasst mich da eure Meinung auf jeden Fall gerne wissen, ob ich da den richtigen Weg gehe mit dem Kollegen. So, das nächste Spiel gegen den FC Turin steht an. Perfekt. Junge, erstmal Fastball. Ja, wir haben ein bisschen rotiert. Unser erster Spieler ist auch auf eine 70 hoch. Barisson. Sehr schön. Ihr seht schon, wir haben ein bisschen rotiert. De Angelo von Anfang an mit drinne und Kerber auch, unser Neuzugang. Wir gehen auch hier eine schnelle Simulation, schauen mal ganz kurz rein. Oh, wir gewinnen 2-1. Baby! Rover mit einem Doppelpack, sehr, sehr schön. Mal kurz gucken, Kerber wurde wohl ausgewechselt, hat nicht so guten Einstand. Perfekt. Monatliches Scouting unseres Jugendscouts und es sieht wohl gar nicht mal so schlecht aus. Wir schauen mal kurz rein. Der Kollege ist natürlich erstmal nichts, aber ich glaube, hier von den 4 wird bestimmt einer dabei sein. Ja, nee, der jetzt nicht. Der hat ein schlechtes Potenzial. Aber die beiden hier, Flavio Conti, 525.000 nehmen wir mit. Und Guido De Angelis, auf 400.000. Sehr nice. 2 neue Jugendspieler und unser Cup ist beendet. Sehr schön. Ja, die 2 sehen nicht so verkehrt aus, würde ich mal sagen. Wir haben eine 55 bei De Angelis und eine 57 bei Flavio Conti. Wir werden hier mal kurz in die Entwicklungspläne reingehen. Ist natürlich wichtig, denen schon mal was gut auf den Weg mitgeben. Verteidiger ist der Typ absolut nicht. Sieht auch eher nach einem ZOM aus meiner Sicht. Vielleicht einer für die Zukunft. Ich werde ihn mal zum ZOM trainieren und schauen. 2 Wochen dauert es. Ja, perfekt. De Angelis wird zum ZOM. Und der gute Conti, hat er Tempo genug für einen Flügel? Ich werde es probieren, den auf den, das ist Rechtsfuß, auf den linken Flügel zu machen. Vielleicht geht er bei dem was. Dauert. Wie lange dauert das? 2 Wochen. Ja, nice. Sehr schön. So, und wir haben jetzt, glaube ich, auch den richtigen Torhüter gefunden.
Austria Klagenfurt. Philipp Menzel hat eine 66. Ich glaube, in den werden wir reingehen, weil wir brauchen unbedingt einen Torwart. Also bei unseren Jugendspielern ist mittlerweile der Positionswechsel vollzogen. Wir gucken mal. Wow, der geht direkt auf eine 60 hoch. Sehr nice. Und was? Oh mein Gott. Holy shit. Flavio Conti ist direkt einer für die erste Mannschaft, aber er ist halt erst 15 Jahre alt. Och nö. Ja, wie nice. Aber der Angeli ist auch sehr geil. Super. Das hätte ich tatsächlich gar nicht so erwartet. So, wir haben jetzt ein sehr interessantes Angebot vom FC Zürich bekommen für Hans Nicolussi Caviglia. Wow. Wow. Ich finde, wir sind sehr gut im Mittelfeld aufgestellt, auch wenn der Kerl erst 22 Jahre ist. Aber ich habe eher die Position im Tor gerade so im Kopf. Deswegen würde ich ihn, glaube ich, mal abgeben. Ich werde jetzt reingehen in die Transferverhandlungen und gucken, was ich bei dem Kollegen rausschlagen kann. Let's go. Perfekt, ich habe es angenommen. Nice. Huch, aber okay. Ich habe so gefettfigert. Naja. 1,65 ist, glaube ich, auch ganz okay. Ja, und es sieht danach aus, als würde er uns verlassen. Guck, nicht so traurig. Mann, ist doch alles gut. Ist doch alles okay. Ich wünsche dir nur das Beste. Schauen wir mal, was die hier sagen. 1,65. Bestimmt nicht das, was man... Ja, es war klar. Aber wir sind gut aufgestellt, ne? Kadertiefe passt. Tatsächlich habe ich in der Zwischenzeit auch noch einen anderen Torhüter gefunden, nämlich Niklas Hedel von Rapid Wien. Der ist halt 21, ne? Das hat ein besseres Rating. Ich werde bei dem versuchen reinzugehen. 2,1 müsste man da ungefähr dafür bezahlen. Ich gehe rein und lasse euch gleich wissen, was ich erreicht habe. Ach ja, wir haben ein kleines Problem. Der Deal ist zwar durch eigentlich, aber wir haben zu wenig Geld. Ich kann dem nur ganz wenig Gehalt anbieten. Deswegen scheitert jetzt der Deal. Oh Mann. So, Freunde der gepflegten Unterhaltung, ich nehme euch mit in die PK. Ich kann mir gut vorstellen, dass die auf Italienisch ist. Deswegen lasst euch davon nicht irritieren. Ich glaube, ich werde sie auch einfach ausmachen. Südtirol hat in der Vorbereitung gute Leistung. Die Fans hoffen natürlich auf gute Spiele. Ja, der Kader ist stark. Kann man gar nicht anders sagen. Sogar stärker als ich dachte. Ja, passt tatsächlich. Können wir einen Platz im Tabellenkeller verhindern. Wir nehmen den Kampf an. Auf jeden Fall. Wir geben alles bis zum Ende. Warum halten sie an De Gaulle als Startspieler fest, obwohl, ja, er steckt halt in der Krise. Aber er hat eine wichtige Rolle, deswegen wird er auch wieder Leistungen zeigen. Unsere erste PK und jetzt geht's rein ins allererste Spiel. Wir sehen uns gleich im Stadion wieder. Let's go! Ja, trotz dass wir unbedingt ein Torwart brauchen, steht natürlich jetzt das allererste Spiel an. Ich bin so gehypt. Ich habe so unfassbar Bock. Wir werden uns natürlich auch die Startausstellung anschauen. Wir spielen gegen Perugia. Serie B startet endlich rein. Da würde ich sagen, jetzt gibt's für euch gleich noch die Aufstellung. Ihr müsst mir auch sagen, was wollt ihr davon alles sehen? Wollt ihr sehen, wie diese ganze Szenerie läuft oder eher weniger? Hier geben sich die Spieler natürlich den obligatorischen Handshake vor dem Spiel. Ich weiß nicht, was ihr sehen wollt. Es ist natürlich für mich auch alles noch relativ neu hier. Auch was den Sound angeht, müsst ihr mir einfach Bescheid sagen. Ich kann nur darauf reagieren, wie ihr es gerne sehen wollt. Digga, ich kann nicht reden. Oh, wir haben hier ein 4-5-5-3-2. Sieht sehr interessant aus. Bei den Leuten können wir eigentlich auch mal nachgucken, ob es da vielleicht noch einen Keeper gibt. Das ist nämlich gerade unser größtes Problem. Und hier ist jetzt noch unsere Aufstellung. Ihr seht Poluzzi im Tor. Ja, ihr werdet die Mannschaft kennenlernen, genauso wie ich. Kerber natürlich, unser Transfer Nummer 1, der auf jeden Fall in der Stadt steht. Und jetzt geht's auch los in unser erstes Spiel und ihr seht dann gleich die ganzen Highlights. Let's fucking go. Ja, Caretta jetzt mal auf der Grundlinie. Da ist Mazzocchi. Ja, kommt nicht zum Abschluss. Wir sind aber bisher wirklich gut im Spiel. Es ist ein schöner erster Auftritt bisher. Vor allem die Verteidigung, muss ich sagen, spielt sich extrem gut, stehen richtig gut hinten drin. Da merkt man, dass die in der Aufstiegssaison viel auf die Defensive gesetzt haben. Oh, dummer Fehlpass, oh mein Gott, aber der Keeper ist da, ganz wichtig. Boah, es war ein ganz grober Schnitzer da von der Innenverteidigung. Ich weiß nicht, wer es war. Verzeiht's mir, aber ich habe die Namen noch nie so hundertprozentig auf dem Schirm. Da ist jetzt auf jeden Fall Muscati. Komm, Junge, mach mal was.
Leite mal was ein. Guter Laufweg da. Ball kommt leider nicht durch. Ja, das sieht sehr gut aus. Da ist Kerber. Kerber mal aus der Distanz. Ah, wird leider geblockt. Jetzt dürfte auch gleich Halbzeit sein. Wir machen ein ordentliches Auftaktspiel. Kann sich sehen lassen. Wir hatten einmal richtig, richtig Glück, dass unser Keeper gut hält. Ansonsten gutes Spiel. Wir gehen rein in Halbzeit 2. Oh, gute Aktion von den Gastgebern. Und jetzt liegen wir tatsächlich hinten. 1-0 Führung für die Hausherren. Also wir nutzen das auch direkt und wechseln doppelt. D'Angelo kommt rein und Tait kommt auch mit ins Spiel. Der eigentliche Kapitän in der Realität. Jetzt gilt's mal noch ein Törchen zu machen. Ich will hier nicht mit einer Niederlage reinstarten. Das wäre extremst belastend. Na, ja, Mascati jetzt mal auf dem Weg. Kriegt er den Ball auf D'Angelo in die Sturmspitze? Ja. Ah, nach vorne fehlt's einfach noch ein bisschen. Ah, ist bisher echt schwierig. Vielleicht brauchen wir doch einen Zehner. Ich weiß es nicht. Ah, die letzten Minuten laufen schon. Muscati hat viel den Ball. Das gefällt mir echt gut. Aber wir wollen jetzt irgendwie noch ein Türchen. Komm, Kerber. Auch mal das Heft in die Hand nehmen. Kerber mit Tiat. Guter Ball in die Mitte. D'Angelo. Och, Mann. Kriegen wir noch mal einen. So nett. So nett. Und dann könnte es, wenn es echt blöd läuft, unsere erste Niederlage geben. Ah, ja. Ah, schade. Aber wir haben kein schlechtes Spiel gezeigt. Erstes Spiel geht leider verloren. Aber wenn wir den ein oder anderen Angriff besser ausspielen, nehmen wir hier auch auf jeden Fall einen Punkt mit. So, und ihr seht's hier, der Deadline Day ist da. Wir gucken mal, was noch passiert. Ihr werdet's natürlich erfahren. Ach, ich komme doch ins Grübeln. Weil ich doch noch gerne was tun würde auf dem Transfermarkt. Ah, ich gehe in die Verhandlung und guck, was rausspringt. Weil ich würde gern noch ein, zwei Sachen tun. Wir konnten mit Kopenhagen 7,2 Millionen verhandeln. Boah, ach. Ich habe noch ein paar Leute auf der Liste, deswegen ist es eigentlich echt, echt wichtig. Boah, und da sehen wir es. Er geht jetzt doch. Lasst eure Meinung gerne in den Kommentaren da. Unbedingt. Es tut schon ganz schön weh, ihn gehen zu lassen, weil ich glaube, aus dem wird einiges werden. Na, natürlich gibt's auch hier die Bewertung. Wir gucken mal ganz kurz. Preisbewertung. Na gut. Ist ein hervorragender Deal. Aber jetzt kommt, glaube ich, auch die schlechte Nachricht. Hä, wir haben eine gute Kadertiefe. Ja, der Conti ist... Hä? Der Conti, den kannst du noch gerade dazu zählen. So, ich habe ja gesagt, ich habe was in der Hinterhand. Hier, Julian Hedwer vom MSV Duisburg. Kann auch rechter Mittelfeldspieler spielen. Antritt 89, Sprinttempo 86, Beweglichkeit 74, Balance 74. Sieht gut aus. Wir gucken mal kurz auf seinen Schuss. Das ist eine 56. Da müssen wir natürlich dran arbeiten, aber der Kollege kostet halt gar nichts. Ja, deswegen gehen wir hier rein. So, es hat sich doch eine interessante Sache ergeben. Nämlich, die würden gerne Tiat haben. Ich probiere mal was mit 35.000. Die ist gut, ja. Tiat und 35.000 für Hedwer. MSV Duisburg ist für Überraschungen gut. Sehr nice. So, ich habe gesagt, ich habe was in der Hinterhand und ich habe was in der Hinterhand. Matthias Braunöder von Austria Wien hat eine 66 und ist 20 Jahre alt. ZM, sehr, sehr schön. 2,6, zwischen 2,6 und 2,2 muss man für den bieten. Ich werde das Beste rausholen und dann sehen wir uns gleich beim abgeschlossenen Deal wieder. Let's go. Wir haben uns auf ganz entspannte 2 Millionen geeinigt. 3% Weiterverkaufsgebühr, falls er uns dann doch mal verlassen sollte. Ich gehe jetzt rein in die Verhandlung mit dem Spieler und dann haben wir jetzt am Deadline Day doch nochmal ordentlich was zu tun. Von Austria Wien zu Südtirol. Genau das habe ich mir erhofft. Solche Deals ist ein B. Sehr schön. Toller Preis. Ach, das gefällt dem Vorstand. Super. Gucken wir mal, ob der eine Verstärkung fürs Team ist. Muss er eigentlich sein. So, ich werde jetzt was wagen und werde Andreas Müller verpflichten und den in die IV umtrainieren. Weil ich bin mir sicher, dass der das auch spielen kann. Wäre ganz, ganz wichtig. Hat auch einen guten Antritt. Deswegen werde ich da jetzt reingehen. Mal gucken, ob das ein Schuss in den Ofen wird, aber wir werden es probieren. Wir müssen für den ungefähr 1,9, 2,25 Millionen hinlegen. Ich werde versuchen, das Beste rauszuholen. Let's go. So, mit Magdeburg haben wir 1,8 Millionen ausgehandelt. Ist, glaube ich, eine ganz gute Summe, weil es ist 100.000 über seinem Marktwert. Und
Wir sind von 2,25 Millionen runter auf 1,8 gekommen. Finde ich stabil. Ich hoffe, der Vorstand nachher auch. So, da ist der entstandene Deal. Ja, moin. Preisbewertung, gucken wir mal hin. Oh, ist ein C. Ist ein C, okay. Wir hätten wohl mehr rausschlagen können. Naja, die waren ziemlich hartnäckig in den Verhandlungen, aber egal. Der Deal ist da und das ist wichtig. Ich habe jetzt bis zur letzten Stunde gewartet und habe gehofft, ich kann ihm vielleicht nochmal ein Angebot machen, aber leider nicht. Deswegen gehen wir jetzt mit Menzel. 24 Jahre alt, zwischen 1,2 und 1,4 Millionen. Ich gehe rein und ihr kennt's doch jetzt, ihr wisst dann gleich Bescheid, was dabei rausgekommen ist. Let's go. Also wir konnten uns mit Klagenfurt auf eine Mille einigen. Sehr gut für einen 24-jährigen Keeper. Wenn er 66 hat, kann man sich nicht beschweren. Und damit ist der letzte Transfer dann auch vollzogen. Philipp Menzel kommt zu uns. Ist ein B. Preisbewertung, toller Preis. Sehr schön. Wir haben eine Million für ihn gezahlt. Ihr habt es schon gesehen. Gucken wir mal, da müsste eigentlich, ja, gute Startelf. Sehr schön. So, hier als Überblick für euch, das ist jetzt die Mannschaft. Wir haben vorne Rover Mazzocchi, der tatsächlich auch ausgeliehen ist. Das ist mir erst gerade eben aufgefallen. Aber hey, passt schon. Carreta, Müller. Ja, Müller kommt für mich eher so auf die Bank. Beziehungsweise kommt Kerber auf die Bank und Müller in die Startelf. Wir haben hier noch einen 23 Jahre alten Innenverteidiger, den man dann durchaus auch mal reinschmeißen kann, vielleicht sogar schon im nächsten Spiel. Wir haben noch ein paar zwei Außenverteidiger, was auch sehr wichtig ist. Also wir sind gut aufgestellt, wie ich finde. Hetwer ist jetzt auch mit am Start, den können wir auf jeden Fall auch im nächsten Spiel mal reinschmeißen. Nur würde ich sagen, Mannschaft steht, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Emiliano Bernardi, Torwarttalent, 350.000, hat ein Potenzial bis 94, deswegen nehme ich den schon mal mit, weil wir haben nur noch zwei alte Säcke und Philipp Menzel. Deswegen kommt der Kollege schon mal mit rein. So, ich glaube, ich mache es, wie ich es bisher immer gemacht habe. Und zwar zeige ich euch hier die Aufstellung. Ist, glaube ich, einfach angenehmer, anstatt da die ganze Zeit zu warten, bis es im Stadion gezeigt wird. Wir haben jetzt unser erstes Heimspiel und ich habe extrem Bock. Wir gehen rein mit folgender Elf. Kurto bekommt seinen ersten Einsatz, auch Davi. Außerdem Müller nach seiner Verpflichtung, genauso wie Braunöder, direkt mal von Beginn an. Und dann würde ich sagen, wir starten rein in unser zweites Spiel der Saison. Jetzt will ich die ersten Punkte sehen. Let's go. Oh, da ist die erste Chance. Ganz, ganz wichtig. Philipp Menzel mit seiner ersten Parade. Ganz, ganz stark. 20 Minuten sind rum. Das ist bisher echt ein schwieriges Spiel. Wollen wir auch mal ganz kurz auf die Kameraführung zu sprechen kommen. Die ist ein bisschen merkwürdig, so von oben. Irgendwie ist es ganz komisch. Aber verschafft mir eigentlich ganz viel Übersicht, würde ich mal sagen. Jetzt gibt's mal den ersten Angriff von uns. Komm, Mazzaccio. Mit Carreta. Komm, Junge, mach was. Carreta, da ist Bonöder mit dem Ball. Oh, erste dicke, dicke Chance. Ah, Mann. Ich habe mich jetzt übrigens auch mal dazu entschieden, die Cam wegzulassen. Ja? Ihr müsst mir da auf jeden Fall eure Meinung mal mit auf den Weg geben. Ob ihr das so feiert oder ob ihr mein Gesicht sehen wollt. Euer Wunsch ist mir Befehl. Und sagt mir bitte nicht, dass ich hässlich bin. Das verkraft ich nicht. Ja, Muscati mit Müller. Da ist Braunöder. Braunöder, ganz wichtig. Oh mein Gott. Er macht ihn nicht. Oh Mann, er macht ihn nicht. Ach, ei. Ah, der muss doch sitzen. Ja, wieder Braunöder. Da ist Muscati. Und jetzt ist er drin. Das ist unser allererstes Tor. Ganz, ganz wichtig, Mann. Ganz, ganz stark. Muscati mit dem 1:0 kurz vor der Pause und damit mit unserem allerersten Treffer. Ganz, ganz stark. So, dann ist Pause. Wir gehen mit einer Führung in die Halbzeit. Sehr, sehr schön. Unsere ersten drei Punkte sind gar nicht mal so weit weg. Kann sich sehen lassen. Wir sehen uns gleich in Halbzeit 2. Herr Carreta hat da richtig viel Platz auf außen. Ganz, ganz stark. Mach ihn, Junge. Oh mein Gott. Was ein Abschluss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja eine Katastrophe. Eieiei. Oh nein, muss nicht sein. Obi mit dem 1:1 Ausgleich. Ja, den Namen habe ich mir gemerkt. Oh, da sahen wir hinten gar nicht gut aus. Na, es war auch richtig gut gespielt, muss man sagen. Und Menzel hat dann keine Chance mehr. Ah, belastend. Wir werden versuchen, noch den zweiten Treffer zu machen. Kommt, Jungs. Oh Gott. Regina hat nochmal eine dicke, dicke Chance in der 83. Minute.
Wir kommen da auch absolut nicht mehr hinterher. Menzel ist aber da, da ist Braunöder. Komm, mein Junge, spiel den Ball auf Hedward, der ist mittlerweile auch drin und der macht es 2:1. Ganz, ganz stark, Junge. Oh, da ist der Führungstreffer. Ganz, ganz wichtiges Ding. Boah, es ist überragend. Richtig, richtig stark. Boah, da trifft der Neuzugang direkt mal so, so wichtig und vor allem auch so stark. Sehr, sehr schön. Wir sind mit 2:1 in Führung. Bitte lass es uns über die Zeit bringen. Kommt, Männer. Wir haben es selber in der Hand. Auf geht's. Boah, es ist nochmal richtig eng. Es ist nochmal richtig eng. Und wir kriegen es jetzt doch noch. Ach, Mann. 92. Die Nachspielzeit war schon fast gelaufen. Ah, Obi mit dem Doppelpack. Oh, es tut echt weh. Aber wir haben ein gutes Spiel gezeigt. Das wollen wir nicht vergessen. Ach, Mann. Ist das bitter. Ach, ist das bitter. Jetzt gibt's für euch auch wieder mein Gesicht. Das tut so weh. Das tut so weh. Aber ein Punkt im ersten Heimspiel kann sich doch durchaus sehen lassen. Dann würde ich sagen, wir gucken gleich mal ganz kurz auf die Tabelle. Und dann war's es mit der zweiten Folge auch schon. So, schauen wir mal ganz kurz auf die Tabelle. Wir sind auf Platz 13. Regina ist auch bei uns am Start. Vor uns, ja, wir sind hier noch ganz am Anfang, also wir können noch nicht so viel sagen. Na gut, die meisten haben ja schon ein Spiel gemacht, perfekt. Aber ich denke, es ist doch ein ganz, ganz guter Start, würde ich sagen. Wir werden dann in der nächsten Folge auf jeden Fall viel, viel mehr Spiele bestreiten, das ist völlig klar. In diesem Sinne, lasst gerne eure Meinung da. Cam an während dem Spiel oder Cam aus. Ganz, ganz wichtig, eure Meinung für die Deals, die wir gemacht haben. Wir gehen nochmal kurz auf die Mannschaft. Ich glaube, wir sind echt, echt gut aufgestellt. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Lasst eure Meinung gerne da. Ich bin gerne für Feedback offen. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, falls euch das Ganze gefallen hat. Gerne auch den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren. In diesem Sinne bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, fair bleiben und ciao, ciao.